Die erste Mission der Maya-Kampagne setzt uns die Römer entgegen. Deren Siedlung befindet sich nordöstlich von unserer eigenen. Der Berg im Süden eurer Siedlung enthält Eisen, der im Südosten Kohle und der im Osten enthält gar keine Rohstoffe. Weitere Erze findet ihr auf der südlichen Halbinsel, die wir aber ignorieren werden. Diese Mission lässt sich sehr schnell lösen. Die Römer greifen auf dieser Karte relativ früh an, nach 45 Minuten auf leicht und 30 Minuten auf normal. Das wird aber kein Problem sein, weil wir ihnen zuvorkommen werden. Erhöht dazu die Anzahl eurer Planierer und Bauarbeiter um 5 und gebt 2 Holzfäller und Steinmetze sowie einen Förster und ein Sägewerk in Auftrag. Sobald diese stehen, baut ihr ein mittleres Wohnhaus sowie 2 Lager für Bretter und Steine. Expandiert dabei soweit nötig. Dann baut ihr eine Fischerhütte, die unsere Minen über die Startvorgaben hinaus versorgen wird. Es folgen eine Kohle- und eine Eisenmine sowie eine Eisenschmelze, eine Waffenschmiede und eine Kaserne. Stellt die Waffenproduktion auf 100% Schwerter und schlagt zu, sobald ihr 15 bis 20 Soldaten habt. In dieser Aufnahme hatten die Römer bereits einige Soldaten produziert, trotzdem gelang es mir, ihrer Siedlung großen Schaden zuzufügen. Während des Angriffs solltet ihr ein Lazarett vorbereiten und in Richtung der Römersiedlung expandieren, damit eure Siedler das Material auf dem eroberten Gebiet holen können. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, werden die Römer bald handlungsunfähig sein. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis ihr gewonnen habt und die nächste Mission antreten könnt.